Luftnot kann auch durch eine Aortenklappenstenose auftreten. Bei der Aortenklappe kommt es vor allen Dingen im Alter häufig dazu, dass die Herzklappe durch Ablagerung, durch sogenannte Verkalkungen enger wird. Wir nennen das eine Aortenklappenstenose und das Blut, was da durchfließen soll, wird gehindert, in den gesamten Kreislauf herausgetrieben zu werden. Dadurch, dass die Herzklappe das Blut nicht aus der Herzkammer rauslässt, staut sich das Blut und die Flüssigkeit häufig zurück bis in die Lunge und die meisten Patienten verspüren eine Luftnot. Andererseits kommt es aber auch dadurch, dass das Blut nicht richtig rausfließen kann, zu Druck auf der Brust, denn das ist die Durchblutung der Herzkranzgefäße, wie auch durch Schwindel, weil nicht genug Blut oben im Kopf ankommt. Das sind die drei Hauptsymptome, die Patienten mit einer Aortenklappenstenose bemerken. Die Behandlung der Aortenklappenstenose war früher lediglich durch eine herzchirurgische Operation mit der Eröffnung des Brustkorbes und dem Anschluss an eine Herz-Lungen-Maschine möglich. Heutzutage gibt es das jetzt schon seit über 20 Jahren, die Möglichkeit, die Herzklappe auch per Katheterverfahren zu ersetzen. Dies erfolgt meistens über die Leiste, indem man gegen den Blutfluss die neue Prothese bis zur Aortenklappe vorschiebt und sie dort durch auch die Verkalkung der Herzklappe genau verankert und danach die Katheter wieder zurückzieht und eine neue Klappe implantiert hat.